Ja, meine Damen und Herren, unsere Regierung ist kriminell. Die Beweise kommen jetzt Schlag auf Schlag. Zunächst die abgehörten Taurus-Protokolle. Bundeswehrgeneräle sprechen über den Angriff auf Russland. Und jetzt die RKI-Akten, die freigegeben worden sind und trotz Streichungen zeigen, das Robert-Koch-Institut hat in der Corona-Zeit gegen wissenschaftliche Erkenntnis und gegen besseres eigenes Wissen gehandelt und Maßnahmen angeordnet, die dem Volk und der Demokratie in ungeheurer Weise geschadet haben. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Bleiben Sie dran bis zum Schluss. Dann werden wir nämlich auch der Spur nachgehen, ob ein Bundeswehrgeneral die entscheidenden Kommandos gegenüber dem Robert-Koch-Institut gegeben hat. Ja, mit mir im Studio ist Manfred Kleine, Hartlage, Buchautor und ständiger Kompaktkolumnist. Manfred, du hast ja das Buch BRD-Sprech geschrieben, was letztes Jahr erschienen ist. Und da nimmst du die ganzen Propagandafloskeln auseinander, auch im Zusammenhang mit Corona, dieser Plandemie. Und diese Propagandafloskeln kommen natürlich auch jetzt nach diesen Enthüllungen massenhaft aus den Medien wieder herausgequollen, aus der Politik. Wir wollen uns ein paar anschauen und ich bin sicher, dass du da genug dazu kommentieren kannst. Hier ein ARD-Schönling. Die Mehrheit der Bevölkerung hat längst begriffen, dass es sich bei Impfgegnern um Verfassungsfeinde handelt, die den demokratischen Staat ablehnen. Vom 21. Dezember 2021. Ja, das ist eine frei erfundene Behauptung, für die es nicht den geringsten, nicht einmal Anhaltspunkte gibt. Schon gar nicht, wenn sie von solchen Leuten geäußert wird, die nicht begreifen, dass ihr Auftrag es ist, die Regierung zu kontrollieren und nicht die Opposition zu diffamieren. Und wer das dann trotzdem tut und sich dann noch auf die Demokratie beruft, der hat wohl nicht allzu viel von der deutschen Sprache und nicht von den in ihr verwendeten Begriffen verstanden. Ich glaube nicht, dass so jemand ausgerechnet Journalist sein sollte, aber genau diese Inkompetenz, die ist ja in diesem System karrierefördernd. Es ist karrierefördernd, Lügen zu verbreiten, wenn diese Lügen die der Regierung sind. Und das mit den Verfassungsfeinden, das ist natürlich eine besonders schwerwiegende Beschuldigung, die eigentlich, gerade weil sie so oft an prominenter Stelle geäußert worden ist, die Justiz auf den Plan rufen müsste, sie aber leider nicht auf den Plan ruft, weil wir es mit einem Kartell nicht nur innerhalb des politischen Systems zu tun haben, sondern auch mit einem Kartell zwischen der Politik und verschiedenen Funktionsbereichen, natürlich besonders den Medien und der Wissenschaft, in zunehmendem Maße aber leider auch der Justiz. Es kommt noch besser, das war die Tagesschau von vor anderthalb Jahren. Jetzt haben wir die Tagesschau von 25. März 2024, also in dieser Woche. Und da heißt es, bisher unveröffentlichte Protokolle des Robert-Koch-Instituts der Corona-Pandemie sorgen derzeit für Aufsehen. Allerdings sind die Inhalte laut Experten weit weniger brisant und wie vor allem in Querdenkerkreisen behauptet wird. Ja. Wunderbar. Also man findet also in praktisch jeder Äußerung dieser Leute den ganzen Satz der faulen Tricks. Fangen wir einmal an mit dem Robert-Koch-Institut. Normalerweise ist es ja ganz normal, dass ein Institut nach einem Wissenschaftler benannt wird. Nur, wenn der gute Robert Koch wüsste, was für ein verkommener, Entschuldigung, Saftladen, der also überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch bei der Regierung abgegeben hat, sich mit seinem Namen schmückt, würde sich vermutlich im Grabe umdrehen. Dann Experten. Ja, welche Experten denn bitte? Was soll das? Ich finde in allen möglichen Berichten, die angeblich Nachrichtenwert haben sollen, den Begriff Experten hätten das gesagt. Da wird also nicht wenn wir nicht darüber aufgeklärt, welche Experten das sind, für welche Institutionen die arbeiten, wer diese Institutionen finanziert, durch welche bisherigen Veröffentlichungen diese Experten sich als solche ausgewiesen haben. Es heißt einfach, und noch nicht einmal, wofür sie eigentlich Experten sind. Experte kann man auch für Propaganda sein, Experte kann man auch für Desinformation sein, für Diffamierungen. Und solche Experten haben ja, wie wir wissen, mittlerweile auch rausgekommen ist, in der Pflanzung dieses
Corona-Narrativs eine große Rolle gespielt, eine größere Rolle jedenfalls, als Mediziner sie gespielt haben. Querdenker ist doch etwas, was vor noch vor wenigen Jahren ein positiver Ausdruck war. Ein Querdenker war jemand, der sich nicht vorschreiben lässt, wie er zu denken hat, sondern der auch mal bereit ist, hinter die Dinge zu gucken und über den Tellerrand zu gucken und Verbindungen aufzuzeigen, die andere vielleicht lieber im Dunkeln lassen würden. Und das ist, mittlerweile hat man es geschafft, es zum Schimpfwort zu machen, was ja dann im Umkehrschluss heißt, also wenn Querdenker ein Schimpfwort ist, dann ist regierungsfrommer Konformist ja offenbar ein Kompliment. Und also die Unfähigkeit, quer zu denken, ist dann eine staatsbürgerliche Tugend. Ansonsten natürlich, die Inhalte sind weit weniger brisant. Wiederum die Abwiegelung, es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Ja, wenn die nicht brisant sind, wieso musste das Magazin Multipolar denn das freiklagen, wenn die nicht brisant sind? Das ist doch an sich schon ein Eingeständnis, dass es hier um sehr brisante Dinge geht und um Dinge, die man geheim halten wollte. Wir haben noch weitere Perlen. Das ist der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen. Mir scheint, dass die virulente Verbreitung solcher wahrheitswidriger Gerüchte auch Ergebnis der Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste ist, um unsere Gesellschaft vor dem Hintergrund von Russlands Kriegs gegen die Ukraine weiter zu spalten und Politik handlungsunfähig zu machen. Er spricht auch hier über die RKI-Protokolle. Ja. Also das ist wirklich faszinierend. Wie in einem Lehrbuch wird uns hier demonstriert, wie ein auswärtiger Konflikt benutzt wird, um Kritik und Opposition im Innern mundtot zu machen. Man hat fast den Eindruck, dass dieser ganze Krieg überhaupt nur deswegen existiert. Dieser Vorwurf der Spaltung der Gesellschaft. Ich meine, die Opposition versucht seit Jahren in den Massenmedien vorzukommen, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, ihre Argumentation anzubringen. Aber wenn man das dann versucht, dann heißt es wiederum, ja, denen darf man aber kein Forum geben. Ja, und dann beschwert man sich, dass die Gesellschaft gespalten sei. Natürlich ist sie gespalten, wenn man das Gespräch verweigert. Aber die das Gespräch verweigern, sind ja nicht die oppositionellen Medien und auch nicht die oppositionellen Politiker oder Parteien, sondern das Gespräch verweigern tun diese Leute, die in der Macht, die in diesem Land an der Macht sind, in der Politik und in den Medien oder anderswo. Das Robert-Koch-Institut hat sich heute schriftlich geäußert und hat gesagt, man habe bestimmte Stellen eben geschwärzt, um Mitarbeitende zu schützen. Und der Vorwurf, der ja konkret kursierte in einigen Medien, man habe politischen Einfluss genommen, um die Gefährdungslage hochzustufen. Da handelt es sich ja um eine geschwärzte Stelle. Da hätte es sich eben womöglich, so wurde gemutmaßt, um eine Person aus dem politischen Umfeld des Bundesgesundheitsministeriums handeln können, auf deren Go man warten musste, um die Gefährdungslage hochzustufen. Da sagt das Robert-Koch-Institut aber, diese geschwärzte Stelle, da handelt es sich auch um einen Mitarbeitenden des Robert-Koch-Instituts. Ist damit der Vorwurf einer politischen Einflussnahme vom Tisch? Also in diesem konkreten Fall kann man in jedem Fall sagen, ja, da ist dieser Vorwurf vom Tisch. Ja, ich finde köstlich, ja, wie die so sinnlos fröhlich daher plappert, so eine Praktikantin, im Brustton der Überzeugung, okay, es ist nicht eine Stelle geschwärzt, sondern es sind, was weiß ich, Dutzende geschwärzt, aber sie handelt natürlich von der brisantesten Stelle mit der externen Einflussnahme, darauf kommen wir nachher auch nochmal zurück. Also unter Hajo Friedrichs wäre so eine Person sofort gefeuert worden. Es wäre undenkbar gewesen, noch vor 30 Jahren, dass eine Journalistin derart unbedarft daher plappert, denn anders kann man das nicht mehr nennen, wenn also offensichtlich noch dazu bei einem Institut, bei dem ja bis zum gewissen Grad die politische Einflussnahme sowieso schon vorgesehen ist, also weil es ja dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnet und getan wird, da gibt es nichts zu sehen, da kann ja gar kein Einfluss genommen worden sein, dazu fällt mir überhaupt nichts mehr ein. So viel Kritiklosigkeit hätte es früher nicht gegeben, und das Schlimme ist, dass die deutsche Mainstream-Journalie nicht merkt, wie sehr sie ihre eigene Glaubwürdigkeit untergräbt, wenn sie so offensichtlich Hofberichterstattung macht, wenn sie Regierungsnarrative nachplappert, dass man solchen Medien dann nicht vertraut und sich dann lieber anderen Medien zuwendet, die dann natürlich verleumdet werden vom Mainstream. Das sollte niemanden wundern, der die Dinge einigermaßen realistisch betrachtet. Ja, es geht weiter mit den Lügenmärchen.
Wir haben ja schon immer dafür geworben, für maximale Transparenz. Es geht jetzt darum, die Pandemie aufzuarbeiten. Und die Protokolle ist natürlich ein Punkt, der momentan thematisiert wird. Aber was da genau drinsteht, können ja die meisten gar nicht sagen, weil großteils oder vieles davon geschwärzt ist. Also das trägt ja nicht unbedingt zur Vertrauensbildung bei. Und in der Corona-Pandemie, da haben die Politiker immer beteuert, habt Vertrauen in uns und in unsere Maßnahmen. Genau, das ist der Punkt. Wir haben ja bereits seit Monaten schon darauf hingewiesen und gesagt, wir brauchen eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die, weil ja auch die Länder mit dem Bund gemeinsam in der Corona-Phase viele Dinge beschlossen haben, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die das entsprechend aufarbeitet. Wir sehen ja, dass in der Ampelkoalition da überhaupt keine Einigkeit besteht, in welche Richtung das gehen soll. Die FDP ist dafür, die SPD ist dagegen, die Grünen wissen noch nicht so richtig, was sie wollen. Und deshalb wäre es jetzt an der Zeit, auch endlich mal Butter bei die Fische zu geben und zu sagen, dass wir beispielsweise im Rahmen einer Bund-Länder-Kommission das Thema aufarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, was in diesen Protokollen steht und wie man für zukünftige Pandemien vor allen Dingen besser gewappnet sein kann. Das ist doch der Brüller, ja? Das ist der Brüller. Ja, ja. Er will Bund-Länder-Kommission. Da müssen die Gerichte eingeschaltet werden. Da sind ja Menschen gestorben. Da sind Grundrechte geschreddert worden. Und dann kommt er mit Bund-Länder-Kommission und macht auch noch den Satz davor. Das ist genau der Punkt. Das hat ihm irgendjemand beigebracht, so zu sprechen. Ja? Das ist genau der Punkt. Aber dann kommt kein Punkt. Dann kommt ein Vakuum. Ja? Ja, und auch, auch der Brüller ist, die Praktikantin bei der Tagesschau hat ja gesagt, da ist eine Stelle geschwärzt. Und er sagt jetzt, man kann es nicht beurteilen, weil fast alles geschwärzt ist. Ja? Weiß man doch sowieso nicht, was das heißt, wenn nicht genau, als wenn nicht genau das der Skandal wäre. Ja, was man, das ist so, Aufarbeitung wäre wahrscheinlich das nächste Wort auf meiner Liste. Das habe ich in anderen Zusammenhängen schon mal thematisiert, da ging es aber um die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Jetzt bekommt es einen ganz neuen Bezugsrahmen. Was das jeweils bedeuten soll. Aufarbeitung wird ein Wort sein, hinter dem sich dann alles Mögliche versteckt. Also man sagt, wir arbeiten auf. Und dann heißt es hier, ja, wir brauchen eine Bund-Länder-Kommission. Oder von einer SPD-Politikerin habe ich jetzt gelesen, ja, das wird doch alles schon gemacht auf interministerieller Ebene. Ja, das ist ja nun genau keine Aufarbeitung. Und da geht es dann auch oft nur darum, wie sie es bei der nächsten sogenannten Pandemie besser machen wollen, wobei dann immer noch nicht ganz klar ist, was wollen sie denn nun besser machen? Einen besseren Gesundheitsschutz oder sich mal vernünftige Daten beschaffen, bevor irgendwelche Maßnahmen getroffen werden? Oder wollen sie einfach nur besser dafür sorgen, dass kein anderer zu Wort kommt, der ihnen das dann um die Ohren hauen kann an Kritik, was sie da verdient haben? Aufarbeitung ist also ein richtig schönes, ein Tarnwort. Und hier muss, glaube ich, ist auch die Aufgabe sowohl der medialen als auch der politischen Opposition hier darauf zu beharren, dass Aufarbeitung bedeuten muss, dass man aufklärt. Auch erstens, welche strafrechtlich relevanten Dinge sind da geschehen und das dann auch juristisch aufarbeitet, also die Regierungskriminalität der BRD in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen aufarbeitet. Das wäre eine wirkliche Aufarbeitung. Und dass man sich fragt, welche Strukturen haben das eigentlich überhaupt erst möglich gemacht? Also, wenn jetzt Journalisten sagen, wieder mea culpa sagen, so wie nach der Flüchtlingskrise, haben wir auch gesagt, ja, wir haben das da zu freundlich dargestellt und da die jungen Männer alle rausgelassen und so, das machen wir ja nie wieder. Bei der nächsten Krise haben sie wieder genau dieselben Praktiken angewandt und wieder alle Kritiker verleumdet. Das heißt, diese journalistische Selbstkritik ist das, was ich in meinem Buch Pseudo-Selbstkritik genannt habe. Das ist so wie früher bei den kommunistischen Parteien. In dem Moment, wo die Partei sagt, ja, wir haben einen Fehler gemacht, hat sie sozusagen ihre eigene Unfehlbarkeit schon wieder bestätigt und kann aber fröhlich fortfahren, weiterhin Fehler zu machen. Und das ist genau das. Damit darf man sie nicht davonkommen lassen, sondern es kommt einfach darauf an, das Mindeste, was jetzt auch deutlich gemacht werden muss, ist, dass dieses staatlich usurpierte Wahrheitsmonopol vom Tisch muss. Also allein die Tatsache, dass hier, da wurde ja mit dem Anspruch, wir stützen uns auf die Wissenschaft und vertreten damit absolute Wahrheit, was in sich schon unlogisch und falsch ist. Aber damit wurden Existenzen vernichtet, wurden Menschen mundtot gemacht, wurden Wissenschaftler, wurden Journalisten aus der Öffentlichkeit verdrängt, zum Teil ihre auch wirtschaftlich in extremer Weise geschädigt, wurden wichtige Argumente einfach weggedrückt. Und genau diese Denkweise liegt ja auch der neuen EU-Gesetzgebung zugrunde, wonach die EU bestimmen will, was in sozialen Netzwerken geäußert werden darf. Das heißt, die EU will festlegen, was Information und was Desinformation ist. Und solange man
das nicht ändert, dies nicht wieder rückgängig macht und vergleichbare Regelungen auf deutscher, auf nationaler Ebene nicht rückgängig macht, solange hat man überhaupt nichts gelernt und überhaupt nichts aufgearbeitet und ist das alles wirklich bla bla. Gut. Ich überspringe jetzt ein Blabla. Wir hätten einen Einspieler von Lauterbach gehabt, aber diesen Labersack wollen wir jetzt mal überspringen und gleich zum wichtigen Punkt kommen. Hier ist er. Wir gehen weiter zum wichtigen Punkt. Einer der entscheidenden Schwärzungen in diesen Protokollen vom Robert-Koch-Institut. Es ist ein Protokoll, da steht, am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald, und jetzt die Schwärzung, ein Signal dafür gibt. Diese Hochskalierung ist erfolgt. Bis dahin war mittlerer Bedrohungsgrad, dann wurde auf hoch gestellt. Und dann kam es Schlag auf Schlag mit dem Lockdown und der Quarantäne und den Masken sowieso und so weiter. Und da sagt uns diese Dame von der Tagesschau, na, es ist ja nur die eine Stelle und es geht ja nur um einen kleinen Mitarbeiter. Hallo, das ist jemand, der ein Signal dafür geben kann, dass hochgestuft wird und dass die ganze Republik in einen Ausnahmezustand versetzt werden kann. Und da wollen uns diese Leute erzählen, das ist irgendein kleiner Mitarbeiter, der dann vor Anfeindungen geschützt werden muss. Also noch deutlicher kann man den Willen zur Irreführung der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr machen, als mit solchen Mätzchen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir sind diesem Mr. X auf der Spur. Dazu kommen wir gleich noch in der Sendung. Wir haben aber erst noch mal eine relativ gute Einschätzung eines AfD-Europaabgeordneten zu genau dieser Schwärzung. Am 2. März stufte das RKI die Gefahr durch Covid dann auf mäßig hoch. Medizinisch gab es dafür abermals keinerlei Rechtfertigung. Das geht aus den Protokollen deutlich hervor. In den Tagen darauf wurde der Druck von Seiten der Medien und der WHO erhöht. Die WHO definierte Europa jetzt als Epizentrum einer Pandemie. Auch der Spiegel, bekanntlich von Gates durch Millionensummen gesponsert, schaltete am 14. März in den Panikmodus. Und plötzlich steht 2 Tage später im RKI-Protokoll etwas Bemerkenswertes. Ich zitiere, am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald XY, diese Stelle ist geschwärzt, ein Signal dafür gibt. Nur einen Tag später verkündete RKI-Chef Wieler, dass die Gefahr jetzt hoch sei, obwohl sich in den Protokollen davor immer noch keine Veränderungen der medizinischen Daten gezeigt hatte und es keinen Grund dafür gab. Die Entscheidung wurde offensichtlich ausschließlich auf politischen Druck hin getroffen. Ja, jetzt kommen wir zur Spurensuche. Wer ist dieser Mr. X, der dem RKI gesagt hat, hochstufen? Ja, wir haben hier einen sehr interessanten Spiegelbeitrag, der vom 13. März 2020 stammt und der den Krisenstab darstellt, ja. Jetzt muss man sich überlegen, 13. März tagen die, am 16. März wird die Risikolage auf hoch gestuft, aber diese Herren hier sitzen kuschelig eng beieinander, keiner hat eine Maske, also überhaupt kein Gefährdungsbewusstsein ist da, aber 3 Tage später sperren sie die Bevölkerung ein. Ja. Und wir wollen jetzt mal ins Detail gehen von dieser Aufnahme. Das ist dieser Herr hier. Ist natürlich jetzt verpixelt, aber wir gehen nochmal zurück. Ja, da sitzt er neben Wieler am Kopf der Runde. Und dieser Herr hier ist der Hans-Ulrich Holtherm, ist Stabsarzt in der Bundeswehr, Generalstabsarzt in der Bundeswehr, also der höchste Mediziner sozusagen in der Bundeswehr, und wurde kurz vorher zum Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium und war dann Leiter Corona-Krisenstab des Bundesministeriums für Gesundheit. Ja. Und der hat offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt, wobei ich nicht, komm gleich dazu, nicht absolut behaupten kann, er ist der Mr. X, der jetzt die Anweisung gegeben hat, obwohl er ordentliches politisches und institutionelles Gewicht in die Runde gebracht hat. Aber wer das in diese Richtung diskutiert,
ist der Tom Lausen. Das ist ein sehr bekannter Statistiker, der in der Corona-Krise schon vor anderthalb Jahren eine Rolle gespielt hat, denn er hat damals die Übersterblichkeit im Zusammenhang mit den Impfungen durch Statistiken, Auswertung der statistischen Daten von allen möglichen Gesundheitsämtern sehr weitgehend nachgewiesen. Und er hat sich jetzt mit diesen Protokollen beschäftigt und kam eben drauf, dass hinter den Schwärzungen man vermuten muss, dass dieser General Hans-Ulrich Holtherm die betreffende Person ist. Ja? Das wäre, wenn es denn tatsächlich so ist, sogar noch etwas dramatischer, als wenn es Jens Spahn gewesen wäre. Denn Spahn ist ja immerhin der verantwortliche Minister. Also wenn der bestimmte Anweisungen gibt, muss man zumindest sagen, es ist seines Amtes, sowas zu geben. Aber wenn jemand, der selber gar nicht gewählt ist, sondern lediglich ernannt ist, derjenige ist, der solche Anweisungen zu geben hat, dann muss man sich schon fragen, wie weit es überhaupt mit der Souveränität demokratisch legitimierter Politik in unserem Land noch her ist. Es erinnert mich daran, weil wieder mal ein General eine Rolle spielt, an dieses abgehörte Gespräch dieser hohen Offiziere, unter anderem mit dem Generalinspekteur der Luftwaffe, die darüber gesprochen haben, wie man die politische Führung möglichst in so einen Konflikt hinein manipulieren kann. Also wir haben hier wirklich in der zweiten und dritten Reihe Leute, die sich der Öffentlichkeit gegenüber nicht sich verantwortlich zeigen, die aber offensichtlich, wenn das jetzt auch in diesem Zusammenhang sich als zutreffend herausstellen sollte, die eigentlichen politischen Entscheidungsträger sind, die dann ihrerseits wiederum international vernetzt sind und eben nicht nur mit der eigenen Regierung vernetzt sind. Genau, also dieser Generalstabsarzt, der ist in den WHO-Kreisen eingeführt, hat seit 2019 an entsprechenden Konferenzen teilgenommen. Und wie im Falle Taurus greift das Militär in die Belange der Politik ein. Ja. Also ein Militär macht Politik an den gewählten Institutionen vorbei, wenn es so stimmt. Bei Taurus war es ja auch so. Diese Generäle unterhalten sich ganz ungeniert über Angriffe auf die Krimbrücke und wie man das genau bewerkstelligen können, obwohl der Kanzler gesagt hat, wir machen es nicht. Ja. Ja? Und das ist wie gesagt der General, der im Visier ist von dem Statistiker Tom Lausen. Vorgestern in der Sendung von Nur Wieso, nur Flix oder so heißt es jetzt. Ja. Und ich habe aber noch einen anderen Kandidaten, der Mr. X sein könnte. Und zwar ein gewisser Thomas Pueyo. P-U-E-Y-O. Pueyo. Französisch-Spanier. Und der hat im Jahre 2020 den bedeutenden Aufsatz geschrieben, Hammer and Dance, also Hammer und Tanz. Am 10. März 2020 gab er mit einem Aufsatz den Aufschlag für die internationale Diskussion um die Abschaltung der Grundrechte und um globale Quarantäne. Auf diesen Mann deutet hin, dass hinter einigen Schwärzungen die Buchstabenkombination P-O zu sehen ist. Ja. Und es deutet auf Pueyo hin und nicht auf den General. Jetzt, wer ist dieser Pueyo? Das Verrückte ist, Wikipedia hat die Einträge über ihn gelöscht. Ja, man staut. Obwohl sein damaliger Aufsatz Hammer and Dance 40 Millionen Mal gelesen wurde und es in der Ursprungsfassung von Wikipedia hieß, über diesen Mann, er ist der Urheber der Theorie der Hammer and the Dance, die bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie erhebliche Resonanz erhielt, etwa im Strategiepapier des Innenministeriums. Ja. Und daran erinnere ich mich sehr genau. Es gab ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, damals Horst Seehofer, von Mitte März 2020. Und da wurde Horrorszenarien aufgemacht, die sehr ans Herz gingen. Zum Beispiel, liebe Kinder, haltet Abstand von euren Großeltern, denn wenn ihr ihnen zu nahe kommt, dann könnt ihr sich anstecken und die könnten sterben und ihr müsstet das mit ansehen. Ganz drastische Schilderungen. Und das ist die Qualifikation von diesem Pueyo. Er
ist kein Virologe, kein Arzt, der hat keine Ahnung von Seuchen, aber er ist ein Propagandaspezialist, ja, der sich spezialisiert hat auf sogenanntes Storytelling, mhm, also wie man möglichst bunt und emotional ans Herz gehend bestimmte Zusammenhänge vereinfacht, ja, um die Leute zu emotionalisieren. Also um mal einen Auszug aus einem Papier zu bringen, was dieser Kerl veröffentlicht hat, damals im März 2020. Er schreibt: Wenn du mit dem Lesen des Artikels fertig bist, nimmst du Folgendes mit. Unser Gesundheitssystem bricht bereits zusammen. Die Länder haben zwei Möglichkeiten. Entweder ergreifen sie jetzt harte Maßnahmen oder sie werden eine massive Epidemie erleiden. Wenn sie sich für die Epidemie entscheiden, werden Hunderttausende sterben, in einigen Ländern Millionen. Also so hat er die Sache angefacht und er war offensichtlich Berater des Bundesinnenministeriums. Das Bundesinnenministerium ist ja die Aufsichtsbehörde vom RKI. Und er hat auch die österreichische Regierung beraten und plötzlich verschwinden alle Einträge von ihm aus Wikipedia, weil er angeblich nicht bedeutend ist. Das stimmt mich sehr verdächtig, auch im Zusammenhang damit, dass hinter den Schwärzungen offensichtlich das Kürzel PO zu identifizieren ist. Also die Abgründe, die sich da auftun, werden ja also immer tiefer. Also sind wir beim Minister und beim General, jetzt sind wir bei einem Propagandisten, der vom Thema keine Ahnung hat, der offensichtlich auch genauso wenig, auch nicht versucht hat, sich irgendwelche vernünftigen Daten zu verschaffen, sondern der es ganz offensichtlich als seine Aufgabe angesehen hat, bestimmte repressive Maßnahmen propagandistisch durchzusetzen. Und wenn ein solcher Mann dann der Hauptberater oder einer der wichtigsten Berater der Regierung ist, dann brauchen wir uns über andere Dinge nicht mehr zu wundern. Nämlich zum Beispiel, dass ein Beamter gefeuert wurde, der mit Daten, der auf Daten und Fakten gestützt die Regierung beraten hat und davor gewarnt hat, das zu machen. Das wollte die Regierung nicht hören. Es gehörte nicht in ihr Narrativ. Es ging auch überhaupt nicht mehr um die Wahrheit. Es ging nicht um Fakten. Es hat bis heute, muss man sich die durch diese Datenberge hindurchfressen, um die tatsächliche Gefährlichkeit von Corona wenigstens nachträglich einschätzen zu können, weil es eine seriöse Begleitforschung nicht gegeben hat. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Regierung ist wirklich so dumm gewesen, auf solche Einflüsterungen von außen einfach abzufahren, als wenn hier Wahrheiten verkündet worden wären. Man sieht ja, er war ja wohl auch der Schöpfer dieser Grafik, wo dann gezeigt wird, also wenn das nichts geschieht, dann schießen die Totenzahlen in die Höhe. Und wenn was geschieht, dann wenden sie sich so freundlich ein. Also auch dieser pseudowissenschaftliche, pseudomathematische Argumentationsstil, der einfach eine bestimmte Botschaft suggerieren soll und eine Wissenschaftlichkeit für sich in Anspruch nimmt und auf das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft spekuliert und dieses Vertrauen missbraucht, um ihnen etwas aufzudrücken, was ihnen ganz offensichtlich schaden soll. Und wenn die Regierung das wirklich so naiv war, dann gehören alle Verantwortlichen selbstverständlich sofort aus allen öffentlichen Ämtern entfernt, weil sie dann nicht in der Lage sind, sie auszufinden. Oder sie war nicht naiv, sondern hat es absichtlich so gemacht. Dann gehören die Verantwortlichen vor Gericht. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein politischer Krimi und in unserer Regierung sind Politkriminelle. Und wir müssen an dieser Sache dranbleiben, um sie aufzuklären. Wir haben heute zwei Tatverdächtige genannt. Ich betone Verdächtige. Wir wollen nicht sagen, dass General Holtherm oder dieser Propagandist Tomasz Puejo Mr. X sind. Also Mr. X, der das RKI entsprechend kommandiert hat, sozusagen in dieser krisenhaften Phase. Das wollen wir nicht sagen, aber es gibt eben gewichtige Verdachtsmomente. Wir bleiben dran. Auch die Redaktion von Multipolar bleibt dran. Sie verlangt juristisch weitere Entschwärzungen dieser Akten, damit die Öffentlichkeit erfährt, was da gespielt worden ist. Und selbstverständlich wird auch unser Sender diese Sache akribisch weiter verfolgen. Bei uns erfahren Sie, was sich die anderen nicht getrauen zu veröffentlichen. Deswegen haben wir jetzt ja auch solche fantastischen Einschaltquoten bei YouTube erreicht. Gestern haben wir die 300.000 Abonnentenmarke geknackt. Das heißt, wir haben uns in knapp 11 Monaten verdoppelt. Also Dankeschön für Ihr Vertrauen. Empfehlen Sie uns weiter.
und zeigen Sie anderen Mitmenschen, es gibt ein Medium, was die Fakten bringt, die ansonsten unterdrückt werden. Alle Liebesmühe im Internet ist aber vergebens, wenn sich auf der Straße nichts tut. Und deswegen engagieren wir uns auch beim praktischen oppositionellen Straßenprotest. Am Ostersamstag bei der Friedenskundgebung Frieden mit Russland in Velten, das ist in Oberhavel nordwestlich von Berlin, der Auftakt zu unserer großen Veranstaltungstournee Die Blaue Welle rollt. Um 17 Uhr in Velten am Bahnhof sprechen zu diesem Thema unser Mitkommentator André Pockenburg, der Bundestagsabgeordnete Robert Fahle, die wiedergekehrte AfD-Prominente Doris von Sein-Wittgenstein und meine Wenigkeit. Ich hoffe, ich kann möglichst viele von Ihnen dort begrüßen. Danke fürs Zuschauen. Wir sind mit dieser Sendung der Brennpunkt am Dienstag wieder für Sie da, aber das ganze Osterwochenende haben wir volles Programm. Es kommt etwa der zweite Teil von Interview mit Alexander Gauland. Es kommt das letzte wieder, der Zusammenschnitt der Peinlichkeiten der letzten Tage. Und wir werden natürlich über Velten, über diese Friedenskundgebung am Samstag, auch am Sonntag oder Montag schon eine Reportage drin haben. Bleiben Sie mit uns dabei. Ich freue mich, dass wir ein so treues Publikum haben. Und jetzt erstmal schöne Ostern. Das ist die Bühne für die Blaue Welle. 3 Tonnen schwer, fast 5 Meter hoch, über 10 Meter in den Ausmaßen, in der Breite. Da laufen die Volksfeste von Kompakt im entscheidenden Jahr 2024. Die Blaue Welle rollt. Wir wollen das Land der Deutschen für uns zurückholen und Frieden mit Russland. Das ist der Plan und das ist die große Kulisse. Und dazu seid ihr alle recht herzlich eingeladen. Wir rocken diesen Sommer durch. Einen neuen, guten Deutschland. Wir kommen auch zu Ihnen in Ihre Stadt, wenn Sie bei uns die Blaue Welle buchen, sind wir da auf eurem Marktplatz, auf eurem Sportplatz.